In diesem Video möchte ich jetzt wieder eure Fragen beantworten. Das sind teils Fragen, die ihr auf YouTube stellt. Also immer viele Fragen stellen. Ich werde die mir wirklich alle anschauen. Ich werde jetzt so alle 2 Tage immer ein Video machen, wo ich mir die herauspicke und dann im nächsten Video beantworte. Ich werde euren Namen aber abkürzen, weil einige das eingefordert hatten, damit es ein bisschen anonymer bleibt. Je nachdem, ob es generische Namen sind oder irgendwelche erfundenen Namen. Und genau, ansonsten sind das Fragen vom Test. Also unterhalb von diesem Video ist ein Test, den kannst du machen. Füll den Fragebogen einfach aus, inklusive der Fragen dort, die ich stelle. Ich schaue mir den Fragebogen später an und dann in der Folge bekommst du ein Coaching, das darauf zugeschnitten ist, unter Nennung deines Namens. Und diese Fragen picke ich mir eben auch raus, ohne dass ich euren Namen jetzt nenne. Und macht die dann, verarbeitet die dann eben in den Videos. Und da fangen wir jetzt auch an mit der allerersten. Und zwar hat Horrorbraut, kann ich so sagen, die Frage gestellt: Mein Ex-Freund verhält sich toxisch, liebe ihn aber immer noch. Er ist uneinsichtig und ich bin immer an allem schuld. Nicht gerade schön, es tat sehr weh, ich vermisse ihn schrecklich. Und er hat auch viel gelogen. Aber auch mal die Wahrheit gesagt, habe es gemerkt, wenn er mich angelogen hat. Das ist nicht mehr mein Mann, in den ich mich verliebte. Hat bestimmt eine neue seit über 5 Monaten, und du hast keinen Kontakt mehr zu ihm. Und das schreibst du, er hat dir das Herz rausgerissen. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Also, was ich da so wahrnehmen kann, was ich denke, ist, dass was so wehtut, ist toxischer Liebeskummer. Also was du beschreibst, deutet auf einen toxischen Menschen hin, hat dich halt ausgetauscht durch die andere Frau, belogen, dir wehgetan und so weiter. Und das tut natürlich extrem weh, weil du so lange in einer Beziehung mit einem Menschen geblieben bist, der für dich toxisch war. Was kann ich dir jetzt als Ratschlag mitgeben? Als erstes, schau dir mal an, wo die Abhängigkeiten waren, die dich in dieser Beziehung haben drinne sein lassen, so lange. Auf emotionaler Ebene, vielleicht auch auf rationaler Ebene. Und geh genau an diesen Teilen und an diesen Punkten ins Wachstum. Je mehr du dort wächst, desto mehr wird auch der Liebeskummer nachlassen, auch dieser toxische Liebeskummer. Und desto eher wird es dir immer besser gehen. Das ist für dich und auch für deine Weiterentwicklung ganz wichtig. Das ist natürlich eine harte Trennung, aber du wirst wahnsinnig viel lernen, wenn du eben auf diese Art und Weise da durchgehst. Auch vergeben, er hat dich sehr verletzt. Je mehr du ihm vergibst, desto weniger ist dieses Kopfkarussell da. Du gehst eine neue Perspektive auf die Situation. Es wird dir schneller besser gehen. Das sind so die Sachen, die ich dir hier mitgeben kann. Da gibt es ganz viele Videos zu diesem Thema von mir. Schau dir die alle an. Die werden dir allesamt sehr weiterhelfen. So, genau. Als nächstes haben wir jetzt eine Frage von Thorsten. Okay. Er hat geschrieben, meine Ex und ich waren fast ein Jahr zusammen. Die ersten Monate der Verliebtheit waren super. Ein Jahr, okay, ist keine lange Beziehung, aber okay. Nach unserem ersten schönen Urlaub war sie beruflich sehr stark beschäftigt. Okay, also so eine Workaholic-Frau. Hatte vielleicht ein wenig geklammert. Das ist nicht gut. Sie wollte beruflich in eine andere Stadt ziehen, wo ich eigentlich auch schon vorher hin wollte. Als ich das Zusammenziehen angesprochen hatte, war sie sehr zurückgezogen. Und kurz darauf waren ihre Gefühle weg und sie war nicht bereit für eine Beziehung. Okay, waren noch in Kontakt, hatten ein, zwei Treffen, danach eher Funkstille. Ex zurück nach circa 3 Monaten. Okay, nach toller Urlaub mit anderen Pärchen. Nach zwei Urlaub mit anderen Pärchen. Okay, beim dritten Urlaub wieder mit Pärchen eine kurze verbale Streiterei mit ihrer narzisstischen Freundin gehabt. Also ihr wart dann wieder zusammen und da gab es eine Streiterei mit der narzisstischen Freundin. Ich war irgendwie in Konkurrenz mit ihr, um ihre Aufmerksamkeit, ach so, um die Aufmerksamkeit meiner Freundin. Wurde dann häufiger für kleine Dinge kritisiert. Danach war sie wieder kalt und es ging wie nach dem ersten Urlaub los. Okay, sie hat es probiert, aber liebt mich nicht und will jemanden anderen lieben. Bindungsangst vermutest du. Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich vermute schon, dass da Tendenzen sind, toxische Tendenzen, würde ich sagen. Sie ist nicht toxisch. Es gibt zwei Auslöser. Einerseits dein Klammern hat dazu geführt, dass sie auf Abstand gegangen ist. Und beim zweiten Mal eben, dass die Freundin im Urlaub, dass eine gute Freundin von ihr war, mit der hast du Stress gehabt. Das ist auch nie gut in Beziehungen.
Und es scheint, dass du da vielleicht viel Aufmerksamkeit brauchst. Auch so schnell schon über Zusammenziehen zu reden, ist auch nicht gut. Das sollte man sich wirklich Jahre Zeit lassen, im ersten Jahr zusammenzuziehen. Ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen zusammengeflossen in dieser ganzen Situation. Also wenn du dir eine Rückeroberung wünschst, ist es als erstes wichtig, dass du dir das Thema hinterherrennen, dir anschaust und dich damit auseinandersetzt. Es scheint, dass du tatsächlich sehr anhängliche Seiten hast, die dich immer wieder dazu bewegen, hinterherzulaufen. Und Anhänglichkeit ist in einer Beziehung nie gut. Das hat dich schon einmal unattraktiv gemacht. Und dann hat der zweite Auslöser, eben der Streit mit der guten Freundin von ihr, ausgereicht, um ein zweites Mal eben auf Trennungskurs zu gehen. Das ist das, was ich im ersten Schritt vermute, dass du anhängliches Verhalten hast, vielleicht auch co-abhängige Tendenzen, an denen du wirklich hart arbeiten musst, die musst du loswerden. Wenn die immer wieder einfließen in den Kontakt zwischen euch, dann kann das ganz schnell viel kaputt machen. Ich vermute in ihrem Verhalten aber auch, dass sie tatsächlich ein bisschen toxisch ist. Ja, ich weiß nicht wie, Bindungsangst würde ich jetzt nicht sagen, aber sie hat wahrscheinlich vielleicht narzisstische Züge oder Ähnliches. Das kann man natürlich aus der Ferne nicht sagen, es ist sehr situativ. Und dass das damit reinfließt, es geht auch sehr gut einher mit anhänglichem Verhalten. Und was soll ich dazu sagen, außer Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe? Ja, also du musst mehr in die Selbstliebe gehen. Du hast in dir ein Mangelbewusstsein, das eben zu diesem anhänglichen Verhalten führt und auch dazu führt, dass du ihr viel Aufmerksamkeit gibst und schenkst. Und sie hat vielleicht toxische Tendenzen. Sie mag genau das, bis sie genug davon hat und dann sich das Nächste sucht. So. Und das schaffst du nur, das überwindest du nur, indem du eben an diesen Tendenzen, an diesen Seiten in dir arbeitest. Also Selbstliebe ist bei dir der wichtigste Schlüssel, um mehr Anziehung auszulösen, glücklicher zu sein und dich auch zu schützen, wenn etwas dir nicht gut tut. So. Und genau, damit kannst du ganz viele Probleme sozusagen lösen, wenn du dich auf diesem Pfad begibst. Da habe ich auch letztens gerade erst ein Video gemacht. Das wirst du hier irgendwo finden. Schau es dir unbedingt an. Genau, und jetzt kommen wir mal zum nächsten. Was haben wir hier? So. Okay. Was wurde hier geschrieben? Okay, er sagt, keine Liebe und Vertrauen mehr zu mir. Ich will jetzt den Namen nicht aussprechen, wer es geschrieben hat, weil es anonym bleiben soll. Er sagt, keine Liebe und Vertrauen mehr zu mir. Und ihr wart seit 20 Jahren verheiratet. Und er sagt, das Vertrauen weg bezieht sich auf einen Vorfall von vor 15 Jahren, obwohl ich sein Vertrauen gar nicht missbraucht habe. Also er kann nicht vertrauen wegen einem Vorfall von vor 15 Jahren. Er war nicht toxisch, er ist der totale Gefühlsmensch, zog sich zurück und dann plötzlich, ich liebe dich nicht mehr. Also so urplötzlich aus nichts hat er sich dann zurückgezogen. Und er war schon lange in Beziehung. Und er bezog sich auf Dinge, die vor 15 Jahren passiert sind, die damals nicht meine Schuld waren. Und vor 3 Jahren war unsere Miete nicht gezahlt. Er sagt, bei jedem Brief, der kommt, hätte er Angst. Okay, das ist aber Schuldumkehr. Vor fast 9 Jahren hatte er eine Affäre, die habe ich verziehen. Vergessen geht natürlich nicht. Er hatte eine Affäre. Wir sind weggezogen, um einen Neuanfang zu machen und uns wieder zu finden, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Das hat super geklappt. Natürlich spielte das in manchen Situationen bei mir immer wieder hinein. Aber ich habe ganz und voll vertraut. Okay, also, das ist eine Ausrede ohne Ende, zu sagen, vor 15 Jahren, was da passiert ist, ich vertraue dir deswegen nicht mehr. Und dann hast du einmal im Brief eine Sache falsch gemacht und dann wird dir das die ganze Zeit vorgehalten. Das machen tatsächlich Menschen mit toxischen Zügen sehr gerne, gerade im Bereich Narzissmus. Ich kann natürlich hier nicht sagen, ob er jetzt ein Narzisst ist oder nicht oder narzisstische Züge hat. Da fehlen mir die Informationen, aber ich würde mal darauf tippen, dass das hier reinfließt. Dann hat er auch noch eine Affäre gehabt, dich hintergangen. Also hat er viel schlimmere Sachen gemacht als du. Und am Ende bist du für die Trennung verantwortlich, also die klassische Schuldumkehr. Und wirst diese Sachen bezichtigt. Deswegen vermute ich sogar, dass du auch irgendwo Tendenzen hast, die anhänglich sind. Das heißt, dass du co-abhängige Tendenzen hast, die dich eben in so einer Beziehung lassen. Das ist genau wie der Fall vorher. Setz dich wirklich intensiv damit auseinander. Wenn du eine Rückeroberung möchtest, dann nur unter der Voraussetzung, dass
deine Selbstliebe so stark ist, dass du ihn nur zulässt, wenn er diese Sachen reflektiert und verändert hat. Ansonsten nicht, weil sonst wird dir das am Ende alles nicht gut tun. Deswegen, das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Also sehr wahrscheinlich ein toxischer Mensch, sehr wahrscheinlich eine toxische Beziehung, sehr wahrscheinlich hast du toxischen Liebeskummer, sehr wahrscheinlich in der Dinge noch im Mangelbewusstsein oder in der zu geringen Selbstliebe, die dich eben da drin gefangen halten. Und die Sachen, die da gesagt werden, das sind nicht Ausreden, da geht es nicht darum, sich auszureden, da geht es darum, als Nicht-Schuldiger aus der Trennung rauszugehen und deswegen dich zu beschuldigen, damit man selbst sozusagen nicht das Ego angreifen muss. Man muss sagen, in diesem Status des Narzissmus, sage ich mal, nie schuldig. So, man ist immer unschuldig. Und es gibt immer irgendetwas, was für etwas verantwortlich ist, nur nicht man selber. Und das ist für dich in jedem Fall toxisch und da solltest du wirklich schauen. So, jetzt gehen wir weiter. Wen haben wir denn hier? Okay, also, und zwar hat Steffi geschrieben, ich war in den letzten Wochen toxisch, das hat die Situation ergeben, die sich eben da entstanden ist. Und dann habe ich gefragt, ob es etwas gäbe, was ich wissen müsste. Habe ich ihn gefragt, ob es etwas gäbe, was ich wissen müsste. Also misstrauisch. Also du hast dich toxisch verhalten im ersten Momentum. Du beschreibst jetzt hier nicht genau, was es war, aber das ist auch okay. Und dann im nächsten Moment hast du Misstrauen gesät. Mangelnder Selbstwert, Unsicherheit, Klammern. All dies hat zum Schluss geführt, dass er sich dann auch noch eingeengt gefühlt hat. Okay. Müsste und auch noch Misstrauen. Okay. Ja, du hast dich halt in jedem Fall toxisch verhalten, ihm gegenüber, so wie ich das hier rauslesen kann. Du schreibst auch, du warst toxisch, klammernd und misstrauisch. Also was für dich wichtig ist, ist, dass du dir bewusst wirst, dass du durch dein Fehlverhalten so ein bisschen in der Schuld bist und das wieder gerade biegen musst. Deswegen solltest du auf jeden Fall Kontakt erst einmal halten und mit Kontakt arbeiten. Bau auf gar keinen Fall eine Kontaktsperre auf, weil, ich meine, klar, wenn er sich eingeengt fühlt, sollst du auch nicht hinterherrennen, aber gerade am Anfang erstmal ausprobieren, anteasern, können wir noch in Kontakt gehen und wenn ihr in Kontakt gehen könnt, wirklich diese Weiterentwicklung, du musst diese toxischen Seiten, die du da hast, auflösen. Sobald er das spürt oder mitbekommt, egal ob du misstrauisch bist, einengst, sobald du lügst, sobald du verletzt, was auch immer, ist das für dein Gegenüber immer eine Wahrnehmung, in der du nicht im Herzen bist. Im Verstand kannst du recht haben, aber das Herz wird spüren, nee, das stimmt nicht, da willst du was anderes. Du willst mir nicht das und das sagen, auch wenn du da vielleicht logisch gesehen recht hast. Das Herz spürt da ganz genau, hier geht es um Ego, hier geht es um Macht, hier geht es um Rechthaberei und so weiter. Und dann zieht er sich zurück, ganz einfach, dann geht er raus und das ist das Ergebnis. Und deswegen musst du an diesen Sachen arbeiten, vor allem, indem du in dein Herz wächst und dich dort weiterentwickelst. Und auf dieser Grundlage und auf dieser Basis der Weiterentwicklung nutzt du den Kontakt, gehst in den Kontakt und arbeitest mit dem Kontakt. Aber immer nur auf dieser Grundlage. Und daraus erst können sich dann Chancen erschließen. Beim Kontakt ist es wichtig, du solltest natürlich die Initiative ergreifen für den Kontakt. Also du kannst nicht von ihm erwarten, nach diesem Verhalten, nach diesen toxischen Einwirkungen, dass er dir jetzt hinterherrennt oder sonst was macht. Gerade wenn er einen höheren Selbstwert hat, eine höhere Selbstliebe hat, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Deswegen musst du da schon der aktive Part sein. Aber wenn du merkst, das ist zu viel, du rennst zu sehr hinterher, der oder die Ex zieht sich zurück und hat einfach genug, es war ihm zu viel, dann solltest du in den reduzierten Kontakt gehen, vorläufig und auch dann Weiterentwicklung, Weiterentwicklung, Weiterentwicklung. Weil da sind einfach die besten Chancen darauf, dass das wieder werden kann. Und verändere diese toxischen Seiten, erfahre, warum du sie verändern musst. Ich meine, guck dir die Situation an, was es in deinem Leben gebracht hat, wie viel das kaputt gemacht hat und wie viel es vielleicht auch noch kaputt machen wird, wenn du dieses innere Kind in dir nicht endlich an die Hand nimmst und liebst. Und genau, und ansonsten, ja, das ist eigentlich das, was ich dir dazu sagen kann. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, einfach über den Test unten mich anschreiben.
Ich helfe euch dann weiter, füllt den Fragebogen aus und bekommt dann von mir, ich schaue mir den Fragebogen an und in der Folge bekommt ihr von mir ein Coaching, das eben auf eure Situation zugeschnitten ist. Das ist komplett gratis, wirklich nutzen. Und unabhängig davon würde ich mich auch sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt oder ein Like. Und dann bis später. Ciao.